Heute bei Auf Streife die Spezialisten. Ein Mann wird unter Paletten begraben. Was ist denn hier passiert? Können Sie sich an alles erinnern? Wieso merke ich denn an den Beinen? Das gucken wir jetzt. Worum ging es denn da? Was ist denn da genau vorgefallen? Ich hab mich blöd angemacht, weil ich zu schnell gefahren bin. Jetzt auf Streife die Spezialisten. Notrufzentrale Köln, hallo? Hallo, Daniel Hauptmann ist mein Name. Hier ist ein schwerer Unfall passiert. Okay, wo sind Sie genau? Wie viele Verletzte befinden sich vor Ort? Ich bin an der Robert-Pertl-Straße 107 an der dortigen Spedition. Was ist passiert? Mein Chef, da ist ein ganz schwerer Unfall. Der liegt unter die Paletten. Irgendwas muss da passiert sein. Ich weiß auch nicht ganz genau. Okay, Einsatzkräfte sind unterwegs. Sie können jetzt auflegen. Okay, danke. Tschö. Notärztin Anja Brenner und ihr Team sind innerhalb weniger Minuten vor Ort. Unfälle in Speditionen und Fabriken sind keine Seltenheit. Doch in diesem Fall ist das Opfer lebensgefährlich verletzt. Hallo. Das sind Schatten. Was ist denn hier passiert? Können Sie sich an alles erinnern? Nicht an alles, ich weiß nur... Lassen Sie den Kopf mal bitte ganz so. Ja. Ich war hier über den Hof am Laufen, ja. Und hinten kommt ein, ja, Stapel und auf einmal habe ich die ganzen Paletten hier auf meinem Ballig. Ja, waren Sie bewusstlos? Ich weiß nicht, ein bisschen, glaube ich. Ich habe auf jeden Fall Mörder-Kopfschmerzen. Bei jedem Einsatz ist das Team super wichtig. Je besser eingespielt das Team ist, desto besser, weil man genau weiß, was man von jedem zu erwarten hat. Jeder weiß genau, welche Aufgabe er zu erfüllen hat. Deshalb ist eine zeitnahe, effektive Zuarbeiten von den Rettungsassistenten und Sanitätern super wichtig. Noch ist unklar, ob der Mann Kopfverletzungen erlitten hat. Daher stabilisieren die Rettungskräfte zunächst die Halswirbel. Sie glauben nicht an einen Unfall, denn vom Gabelstaplerfahrer fehlt jede Spur. Die Kollegin legt Ihnen jetzt einen Zugang. Das pickst jetzt einmal, ja, damit wir da Ihnen Infusionen, Schmerzmedikamente etc. geben können. Ja. Gut. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Nee. Nee. Okay, sonst irgendwie nehmen Sie Medikamente regelmäßig? Bluthochdruckstablette. Okay, aber nichts gegen die Blutgerinnung, nee, dass es gut dünn macht. Unterschenkel, ne? Mhm. Was ist denn mit dem, ja, Unterschenkel? Ich merke da überhaupt nichts. Ja, kümmern wir uns sofort drum. Ja? Wieso merke ich denn meine, ja, Beine ich nicht? Beinig. Ja. So, mal ganz so bleiben. Ich horche jetzt erstmal die Lunge ab, Sie atmen ganz normal. Je nachdem, was der Patient dann angibt, bei unserem Patienten eben, dass er die Beine nicht mehr spürt, muss man mindestens mal von einem Querschnittssyndrom ausgehen, wobei man noch nicht so genau sagen kann, was die Ursache ist, ob das wirklich eine Fraktur der Wirbelsäule ist oder ob sich da ein Hämatom gebildet hat durch das Trauma. Entsprechend muss man dann sehr vorsichtig mit dem Patienten umgehen und den achsengerecht auf die Schaufeltrage und die Vakuummatratze umlagern. Ein Wirbelsäulentrauma verheilt meistens nach kurzer Zeit problemlos. Anders sieht es aus, wenn das Rückenmark verletzt wurde. Dann besteht die Gefahr, dass Lähmungen zurückbleiben. Macht ihr mir auf jeden Fall ein BZ. Gleich noch. Und Blutdruck gleich noch mal. Ich könnte mich mal hier raus. Mach mal sofort. Mach mal sofort. Wir müssen so ein paar Sachen vorher machen. Das glaube ich. Jawohl, geht das so? Traut ihr euch das zugleich, die Paletten peu à peu zu entfernen? Weil auf die Feuerwehr kann man nicht warten. Nö, ist okay. Ja? Wo hast du das BZ-Gerät hingelegt? Ein bisschen mal ran. Ja, glaube ich. Also, Sie kriegen jetzt erstmal Infusion. Wenn Ihnen schlecht wird oder irgendwas sagen. Schlecht ist mir schon. Ja, das glaube ich. Im Rettungswagen können wir gleich ein paar Sachen aufziehen, aber jetzt erstmal nicht. Im Normalfall würden wir die Feuerwehr dazu rufen, aber der Patient teilte uns mit, dass er die untere Körperhälfte nicht mehr spürte. Also mussten wir relativ schnell handeln. Und für uns bestand im Augenblick keine Gefahr der Eigensicherung. Also für uns war es so weit gesichert, dass wir vorgehen konnten. Ja. Wir fangen jetzt an, diese Paletten abzuräumen. Ganz gut. Ja? Ich müsste hier auf meinen Arm aufpassen. Linke, ja, ich habe alles hier, wir haben alles unter Kontrolle. Das kann sein, dass Sie das jetzt ein bisschen merken. Ja. Und dass eventuell dann gleich plötzlich der Druck weggenommen wird. Wenn Sie dann plötzlich alles gut? Ja, könnt ihr die hintere noch wegnehmen, dass wir ans Bein kommen? Kann ich jetzt nicht aufstehen? Nein, Sie bleiben genau so liegen. Sie machen gar nichts. Kann nein. Nicht sein, die merke ich nicht. Ja. Ich guck jetzt gleich, ja? Kannst du noch mal kommen, bitte? Ich weiß Ihren Namen nicht. Können Sie bitte noch mal hier die Infusion halten? Ganz vorsichtig. Wir müssen noch einen zweiten Zugang legen. Das macht ihr super. Das einmal noch weg. Okay.
Den Arm hier können Sie aber bewegen, ja, ne? Da ist, der tut aber weh. Der tut weh, aber da ist nichts groß. Ja. Du wolltest noch einen zweiten Zugang haben. Ja, bitte. Der Mann hat schwerste Beinverletzungen erlitten. Noch immer hat er kein Gefühl unterhalb des Beckens. Diese Tatsache versetzt den Patienten verständlicherweise in große Panik. Notärztin Anja Brenner versucht, ihn so weit wie möglich zu beruhigen. So, geht noch mal los. Das geht. Ja. Das geht auch. Ja. Okay, Abdomen weich, Thorax stabil. So, ich gehe einmal ans Becken. Bereit? Das geht? Ja. Okay. Das merken Sie nicht mehr. Was? Kompresse. Was? Das merken Sie gar nicht mehr. Ich bin jetzt an Ihren Beinen zugange. Ich merke an den Beinen nichts. Ja, okay. Wieso merke ich denn an den Beinen nichts? Das gucken wir jetzt. Oh. Das Wichtigste, was Sie machen können, ist bitte ruhig bleiben, ja? Ich weiß, das ist blöd gesagt. Zunächst versorgen die Rettungskräfte den offenen Bruch. Ob es sich hier wirklich um einen Unfall oder um einen eiskalten Anschlag gegen den Chef der Spedition handelt, werden die eintreffenden Polizeibeamten Heidi Matera und Florian Winter ermitteln. Gut, wenn ihr gleich fertig seid. Hast du noch eine Schere für mich? Gibst du mir die Schere, dann können wir es hier. Das reicht jetzt. Servus. Die Schere. Hallo. Bitte. Was haben wir denn hier? Dauert noch eine Sekunde. Ja. Okay, die Polizei ist jetzt da. Wir müssen aber noch. Ja, es ist immer ganz normal bei so einem Unfall, dass die kommen. Das ist Routine. Okay, ihr gebt euch das Go. Okay. Sie bleiben ganz ruhig. Wir kümmern uns gleich darum, dass die Frau informiert wird. Wir müssen sie jetzt erstmal umlagern. Wir das neu machen. Wir wurden zu diesem Einsatz hier nachalarmiert, da es sich hier um einen Arbeitsunfall handelt, mit einer unklaren Sachlage. Natürlich sind hier allererstes die Rettungskräfte, ich sag mal, wirklich vonnöten, um hier dem Patienten zu helfen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch aufklären, ob das hier wirklich ein unverschuldeter Arbeitsunfall ist oder ob eventuell ein schuldhaftes Handeln einer dritten Person vorliegt. Sie machen gar nichts, bitte. Ja, wir machen das. Sie lassen einfach nur locker. Okay. Okay, gut. Nicht erschrecken. Ich gebe Ihnen gleich was gegen die Kopfschmerzen. Ja, natürlich. Mach ich. Ich bin zu Hause im Aspirin. Ich möchte aber, dass wir erst in den Rettungswagen sind. Ja, da können wir noch ein bisschen besser arbeiten als hier auf dem Boden. Okay. Hier vorne ist noch nicht zu. Hab ich voll mit den Haaren. Die Polizeioberkommissare Heidi Matera und Florian Winter beginnen sofort mit der Vernehmung der Zeugen. Besonders die Aussage des Angestellten, der seinen Chef schwer verletzt aufgefunden hat, ist von großer Bedeutung. Gut, Herr Hauptmann, haben Sie das jetzt gesehen, wie das passiert ist? Ja, ich bin hier, ich habe meine Runde gedreht, ich drehe mal hier meine Runden und schaue mal nach, ob die Leute hier sind. Dann sah ich meinen Chef hier liegen, er hatte sehr starke Schmerzen und dann habe ich sofort angerufen. Ja, verständlich. Gut, Ihre Personalie haben wir ja schon. Ja. Aber wie das sich jetzt ereignet hat, haben Sie das gesehen? Das nicht, aber ich habe eine Vermutung. Unser Gabelstapler, der Andreas, der hatte heute mit unserem Chef ein bisschen Stress gehabt. Lauter sprechen, die ganzen Maschinen hier im Hintergrund. Ja, die haben groben Stress hier gehabt, weil der fährt immer hier wie eine gesenkte Sau rum. Aha. Da hat mein Chef zu ihm gesagt, er soll mal ein bisschen langsamer fahren. Also der fährt hier mit dem Gabelstapler, ja, er fährt wie ein immer wie eine gesenkte Sau, wirklich. Okay. Und deswegen, ich habe vermutet, dass er es gewesen ist, weil er ist der Einzige, der hier damit rumfährt. Und deswegen, ich bin noch ein bisschen geschockt, tut mir leid. Nee, deswegen, ist, okay. Ist aber nur eine Vermutung Ihrerseits, Sie haben es nicht gesehen? Nur eine Vermutung, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht mitbekommen, gar nichts. Wer ist denn zutrittsberechtigt zu dem Gerät? Der Schlüssel, nein, der Schlüssel steckt ja immer in dem Stapler? Der steckt normalerweise immer drin. Okay. So, und der Mann hieß jetzt? Andreas Meyer. Das ist der Andreas Meyer. Hat er schon Feierabend oder hüpft der? Der müsste nun mal hier sein, der raucht sich immer eine Zigarette hier vorne. Entweder hier vorne oder da hinten raucht er sich immer eine Zigarette. Okay, gut, also ist jetzt so die Zigarettezeit. Ja. Und er hat es gar nicht mitgekriegt, alles. Okay, gut. Die müssten sie normal anfinden, der müsste sich irgendwo noch hier aufhalten. Ja, was meinst du? Dann würde ich mal sagen, schauen wir einfach mal danach, ob wir den Herrn irgendwo hier finden. Tatsächlich müssen die Beamten nicht lange suchen. Der Mann scheint vom Auftauchen der Polizeibeamten überrascht zu sein. Wie lange sitzen Sie schon hier? Seitdem. Warum? Ungefähr, wie lange? Also ich für eine Stunde. Haben Sie denn mitgekriegt, dass hier irgendwie was ein bisschen lauter war? Oder? Was soll ich denn mitgekriegt haben? Ja. Das Gebläse liegt die ganze Zeit, ich habe gar nichts. Okay. So, da hinten hat sich jetzt gerade ein Unfall ereignet. Wir würden Sie mal bitten, dass wir jetzt alle mal zusammen zum Streifenwagen gehen, ja? Mhm. Was habe ich denn damit zu tun? Ja, kommen Sie einfach mal mit. Kommen Sie mal mit, vielleicht sind Sie auch ein Zeuge. Vielleicht haben Sie ja doch was gesehen. Kommen Sie doch mal mit. Das Verhalten des Mannes macht die Beamten misstrauisch. Heidi Matera und Florian Winter bezweifeln, dass er von den Rettungsmaßnahmen tatsächlich nichts mitbekommen haben will.
Bisher gibt es nur einen groben Verdacht gegen ihn. Herr Meier, wie stehen Sie denn zu Ihrem Chef, der Vorarbeiter? Der Baum? Ja. Ah, Moment. Nee. Ich habe mich heute Morgen mit dem in der Wolle gehabt. Ja, aber jetzt direkt die Polizei auflaufen zu lassen, ist ja mal ganz großes. Nee, da ist jetzt was anderes. Aber Sie geben es zu, Sie haben sich gestritten und es war so ein kleines Disput oder was? Ja, sicher. Warum auch nicht? Worum ging es denn da? Was ist denn da genau vorgefallen? Ich habe mich blöd angemacht, dass ich zu schnell gefahren bin. Das ist totaler Quatsch. Womit zu schnell gefahren? Mit dem Stapler. Ich bin der Staplerfahrer in der Firma. Sie fahren hier nur den Stapler? Ja, ich bin außer Ihnen keiner. Sie sind der alleinige Fahrer hier vom Stapel. Also der Einzige mit dem Führerschein. Ja, sicher. Okay. Er ist nämlich zu einem Unfall gekommen. Wie Sie da hinten sehen, ist der Stapler wohl unsanft gebremst worden. Und die Paletten sind von dem Stapler runtergefallen und sind auf Ihren Chef draufgefallen. Jetzt soll ich das gewesen sein? Nein, wir befragen Sie ja gerade, was Sie dazu sagen. Ja, ich kann da nichts zu sagen. Ich habe nichts mitgekriegt. Haben Sie einen Ausweis da? Ja. Dann gehen wir mal ganz kurz zum Streifenwagen und nehmen mal Ihre Personalien auf. Die Rettungskräfte verarzten noch immer den Beinbruch des Patienten. Speziell bei offenen Brüchen ist eine schnelle Versorgung wichtig, damit keine Keime in die Wunde eindringen können. Es ruckelt jetzt mal. Perfekt. Ja. Non-Stück. Ja, okay. So, auf Spannung halten. Du machst rum. Wo ist die Schiene? Die ist noch runter. Die Schiene ist, sie kommt jetzt. Hältst du bitte? Merken Sie das an dem Bein? Ich kann noch ein bisschen höher, wenn ihr möchtet. Ja, mach mal ein bisschen höher. Halt auf Zug. Super, perfekt. Super. Perfekt. Wir ziehen da gerade so ein bisschen rum, ne? Ja, es verschwindet ein leichtes Kribbeln. Okay. Unser Patient hatte nebenbefundlich eine offene Unterschenkelfraktur. Das bedeutet, dass zum einen die Weichteile geschädigt sind, zum anderen Knochenstrukturen sichtbar sind. Sobald sowas vorliegt, muss man entscheiden, ob man den Knochen reponiert. Das bedeutet, wieder in die normale anatomische Lage zurückverbringt. Man macht das in den meisten Fällen schon, weil das zum einen für den Patienten schmerzlindernd ist und zum anderen versucht man dadurch, Blutungsstillung herbeizuführen und auch Nervenstrukturen zu schonen. Was ist hier passiert? Ja, der ist schwer verletzt worden, der Herr Baum. Herr Meier. Sie sehen hier ist ganz schön durcheinander. Sie sehen hier, der Stapler ist von dieser Richtung kommend, hier rüber. Ja, das gekommen. Ist mein Stapler, aber. Scheiße, Alter. Was ist denn mit Holger? Was ist denn passiert? Der ist mit den Paletten, da ist unser Zug. Ganz kurz, damit wir hier mal Ruhe reinbringen. Ich wollte es wirklich nicht, bitte, Alter. Bin mit dem Gabelstapel gefahren. Du bist mit meinem Stapler gefahren. Hast du mal oder was? Ja, ich. Der stand einfach so rum. Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Der ist wahrscheinlich querstationär. Du bist doch ein Schuss oder was? Ich wusste nicht, dass die ganze Zeit langsam. Ich werde dir nachher beschuldigt, irgendwas gemacht zu haben. Jetzt und der Idiot, der fällt mir meinem Stapler. Jetzt ist gut. Ich weiß, was ist denn mit Holger? Der kann querstationär sein, Junge. Ich hatte echt keine bösen Absichten. Tut mir leid. Runter, damit wir das alle verstehen. Jetzt mal ganz ruhig. Lehn dich mal dagegen und jetzt mal ganz ruhig. Lehnen Sie sich mal ein bisschen gegen das Auto. Was ist denn jetzt mit Holger? Ja, das wissen wir nicht. Es kann sein, dass er querschnittgelähmt ist. Haben Sie einen Ausweis da? Ja, ich. Also, Daniel, Alter. Sie haben jetzt, hören Sie mal ganz kurz zu, wir reden jetzt mal miteinander. Also, Sie haben jetzt gerade hier eingeräumt, dass Sie mit dem Stapler hier gefahren sind. Ja, ich bin mit dem Stapler gefahren, aber ich wusste doch nicht, dass sowas passiert, Mann. Ich wollte doch nichts Böses. Mann bin ich nicht. Sie können mich irgendwie anders nennen, aber nicht Mann. Nach kurzer Ermittlungsarbeit konnten wir hier feststellen, dass hier doch ein schuldhaftes Handeln vorliegt einer Person. Diese Person ist nachträglich hinzugekommen. Es handelte sich hierbei dann tatsächlich um den Azubi. Wie ist es denn zu dem Unfall gekommen? Erklären Sie uns das mal bitte. Ich habe den Gabelstapler da einfach stehen sehen und ich habe mir gedacht, ja komm, setz dich rein. War der beladen mit den Paletten? Ja, der war beladen mit den Paletten, aber ich wusste doch nicht, dass sie auf einmal alle runterfallen. Haben Sie nichts gesehen? Ich habe niemanden gesehen. Ich wusste auch nicht, dass der Holger da auf einmal steht. Dann, ich hab doch mitbekommen. Aber. Ich hab nichts mitbekommen. Nicht. Daniel, ich... Der hat geschrien, hör mal, der lag hier schwer verletzt. War. Weißt du, was ich für einen Schock hatte, als ich das gesehen hab? Der ist wahrscheinlich querstitzelnd. Wie soll ich das seine Frau erklären? Daniel, ich weiß das auch nicht, Mann. Ich weiß es nicht. Jetzt mal ruhig jetzt. Wie kommt das denn, dass Sie dann einfach den Wagen, den Stapler abgeschaltet haben und dann weggefahren sind? Ich hab zwar gesehen, dass die Paletten runtergefallen sind. Ich hab auch einen mega Schreck bekommen. Ich bin abgestiegen und auf einmal hab ich gesehen, wie Holger da liegt. Natürlich hat mich die Panik gepackt. Ich bin nach Hause gerannt. Ja, Sie meinen nicht? Geholfen. Nee, ich hab nicht geholfen. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung. Ja, Polizei rufe, Notarzt rufe, irgendjemand rufe. Ja, aber ich kann doch den Mann dort nicht liegen lassen. Du bist da alt genug, da gebe ich doch nicht. Ja, es tut mir leid. Als einmal, ich sag, mach kein Blödsinn immer.
Daniel, jetzt siehst du die Scheiße nach. Das war nicht meine Absicht, Mann. Keine Absicht, du guckst doch nicht mal danach. Du siehst ihn verletzt und tauchst ab, ich oder was? Ich bin auch wiedergekommen, Mann. Ich saß zu Hause, mein Schuldgefühl hat mich aufgefressen. So, wir können die Tatsache jetzt auch nicht mehr ändern. Hallo. Sorry, große Disput hier. Ja. Kein Problem. Was denn mit Holger? Ihm geht es soweit, den Umständen entsprechend gut. Wir fahren jetzt in die Uniklinik. Dort muss er auch mal ein MRT bekommen, ähnliches, um zu schauen, ob er noch weitere Verletzungen hat. Alles und klar. Ähnliches. Nur mit dem Bescheid weiß. Aus der Uniklinik, wenn jemand nachkommen will. Ne? Okay, jetzt Uniklinik, dann. Ja, Verursacher haben wir schon. NRF1, RTW1, oder? Genau. Okay. 1 NRF1 und 1 RTW1. Gut, super, danke euch. Ne? Okay, bitte. Der Beschuldigte gab hier an, dass er vor lauter Schock den Tatort verlassen hat und sich dann halt entfernt hat. Wir werden das halt in unserer Strafanzeige so vermerken, aber es obliegt nicht uns, dass das jetzt hier Rechtfertigungs- oder Schuldausschließungsgründe sind. Das obliegt nachher dem Richter oder dem Staatsanwalt, dass die halt ganz klar sagen, der Junge hat hier unter Schock gestanden und deswegen hat er den Tatortfalter verlassen. Bei dem Patienten besteht immer noch ein akuter Verdacht auf Querschnittlähmung. In Deutschland sind jedes Jahr 1.800 Menschen neu davon betroffen. Meistens ist die Ursache ein Unfall, doch auch Tumore oder Infektionen können Auslöser sein. Mittlerweile hat das Rettungsteam die Ehefrau des Verletzten kontaktiert. Zusammen mit ihrer Tochter wird sie nun über den Zustand ihres Mannes informiert. So, es rappelt jetzt noch kurz mal, passiert aber nichts. Also, ja? Ja. Kreislauf stabil. Wir bringen ihr was, Sarah? Ja. Wir haben ihren Mann jetzt erstmal stabilisiert, er ist ansprechbar. Er muss aber jetzt einmal ins MRT gefahren werden. Das ist jetzt erstmal nein, da können Sie leider nicht mit hin. Ich bleibe jetzt erstmal bei Ihnen. Okay. Unsere Notärztin wird eine komplette Übergabe an den diensthabenden Arzt machen. Ja. Der geht mit ihm zusammen ins MRT. Und dann müssen wir einmal abklären, was mit der Wirbelsäule ist. Okay. Das ist jetzt erstmal nur ein Sicherheitsstatus, weil er vorhin seine Beine nicht gespürt hat. Aber jetzt kommt ein bisschen Kribbeln zurück. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Jemand weiß, dass ich Holger, dass Sie hier sind. Sie bleiben kann ich kurz hier mit ihm reden? Nein, bitte. Holger, alles okay? Ja? Während für die Familie bange Minuten des Wartens verstreichen, taucht plötzlich der Azubi im Krankenhaus auf. Er will sich bei der Ehefrau seines Chefs für den schrecklichen Unfall entschuldigen. Die Situation droht zu eskalieren. Frau Baumel, wer sind Sie denn? Ich bin Christoph, das tut mir alles so leid, ich wollte das nicht. Wer bist du? Das war wirklich keine Absicht, Mann. Was wolltest du nicht? Ja, aber ich glaube nicht, dass ihr euch jetzt hier unterhalten müsst. Weil es Frau Baumel, wirklich, Daniel, das war wirklich nicht meine Absicht. Das ist ja Azubi, der die Schuld antritt. Nein! Ja, leider, ja. Du bist das schuld? Verstehen Sie mich doch mal. Du bist das schuld? Ich hab gedacht, es wäre keiner mehr in der Halle. Ich wusste doch nicht, dass Holger auf einmal da vorne steht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was soll ich denn jetzt mit dem... Das Kind kommt, der Papa kann nie wieder mit ihr spielen. Daniel, ich meine, das kann doch nicht wahr sein. Der Holger ist immer so vorsichtig und dann kommt so ein schwachsinniger Idiot daher. Deine Tochter ist hier? Ja. Komm her, Schwachsinn. Und du beruhigst dich mal, weil das Wichtigste ist, dass du dich um deine Tochter kümmerst. Guck mal, die hat ja noch mehr Angst. Für mich stellte es sich sehr schlecht dar, dass der Unfallverursacher die Frau sich bei der Frau jetzt entschuldigen wollte, weil die Frau war viel zu aufgeregt, sie brauchte ihre Ruhe, weil das kleine Kind auch dabei war. Daher habe ich schlicht auseinandergehalten, beide Parteien. Und so haben sich beide schnell beruhigt. Du kannst ja bestimmt besser helfen als wir, wenn du dann gleich da reinkommst. Aber vorsichtig drücken. Der ist jetzt auch müde, wenn du kommst. Guck mal, da kommt der Arzt. Bleibst du bei mir? Und der Doktor informiert deine Mama. Also, das ist alles gar nicht so dramatisch, wie es aussieht. Kann er wieder laufen? Ja, er wird definitiv nicht querschnittsgelähmt bleiben oder auch sein. Das ist lediglich so ein Ödem, so eine Wasserblase, die halt auf diesen Spinalkanal drückt. Das ist vorübergehend. Er hat jetzt auch schon wieder Gefühl in den Beinen. Und die Motorik ist auch wieder da. Das wird jetzt alles nicht so. Oh, toll. Super. Die Kollegin hat das ausgezeichnet reponiert, also praktisch wieder in Form gezogen. Das ist sehr gut versorgt. Kann ich ihn sehen? Kann ich zu ihm? Ja, das können wir machen. Wir sind dann sofort umgehend mit dem Kollegen ins MRT gefahren, weil wir umgehend diese bildgebende Diagnostik haben müssen, um zu wissen, was mit der Wirbelsäule nun los ist. Glücklicherweise ist dabei rausgekommen, dass es sich da lediglich um ein Ödem handelt aufgrund des Traumas, was komplett rückläufig sein wird. Somit wird der Patient wieder arbeitsfähig sein, gehen können und mit der Tochter spielen.